Seine Einstellung gegen die Nationalsozialisten führt zu seiner Verhaftung und einem nachfolgenden Schauprozess. Nach Aufenthalten in der Strafanstalt Garsten wird Gruber für kurze Zeit in das KZ Dachau überstellt und anschließend in das gefürchtete Konzentrationslager Gusen deportiert, in dem tausende Menschen in den Steinbrüchen und der Rüstungsproduktion zu Tode geschunden werden. Ich war schwer krank. Er half mir, indem er mir einen besseren Arbeitsplatz im Lager verschaffte. Eines Morgens fand ich meinen Namen auf dem Appellplatz bei einem besseren Kommando, dem Kommando Schusterei, denn ich war ja von Beruf Schuhmacher. Und die Arbeit unter Dach war dann für mich viel besser. Johann Gruber hat ein untrügliches Gespür dafür, wer Hilfe braucht. Er durchbricht Einsamkeit und Isolation. Er gibt Hoffnung. Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung spielten für ihn keine Rolle. Er hat keinerlei Berührungsängste, hilft, wo er kann, und organisiert die legendäre Grubersuppe, um junge Franzosen vor dem Verhungern zu retten. Und das unter permanenter Gefahr seines Lebens. Gruber zeigt keine Angst. Er lässt sich nicht einschüchtern. Ihm ist es zuzutrauen gewesen, dass er durch dick und dünn, dass er geschaut hat, dass er das bewerkstelligen kann. Das war ja nicht ohne. Aber ohne auf sich selber Rücksicht zu nehmen, muss ich sagen, nicht nur für andere da. Seine Persönlichkeit war außergewöhnlich und seine Tätigkeit einzigartig, besonders im Lager Gusen. Ich war Zeuge davon. Ich selber habe keine direkte Hilfe von ihm erhalten, aber ich habe gesehen, wie er meinen Kameraden geholfen hat, besonders jungen Franzosen, die in einer ganz schlechten Verfassung waren. Johann Gruber gründet gemeinsam mit polnischen Lehrern eine Lagerschule, um junge Häftlinge zu unterrichten. Ein Beweis, dass man auch unter schrecklichsten äußeren Bedingungen noch immer Mensch sein kann. Durch Denunziation fliegt Grubers geheimes Hilfswerk im Frühling 1944 auf. Dass der Mord im Schurhaus von Gusen an ihm am 7. April 1944 als Selbstmord getarnt wird, glaubt im Lager niemand. Wir wussten zu einem gewissen Zeitpunkt, dass Dr. Gruber verhaftet worden war. Vor der Verhaftung ist er viele Stunden vor dem Tor gestanden und da wussten wir, dass er zur Vernehmung gerufen wurde. Und von der Vernehmung ist er nie wieder ins Lager zurückgekommen. Angeblich wurde er 3 Tage lang gefoltert. Ich habe das vom Lagerdolmetscher, einem Polen aus Schlesien, der 12 Sprachen konnte, erfahren. Der wusste in etwa, was in der Kommandantur des Lagers passierte. Und er sagte, dass er 3 Tage lang auf unsägliche Weise gefoltert worden ist. Und dann wurde er aufgehängt. Dr. Johann Gruber hat Spuren hinterlassen. Es sind Spuren in den Herzen derer, die ihn kennengelernt und seine Liebe und Güte erfahren haben. Möge auch er Spuren in unseren Herzen hinterlassen.